Liebe Angler und Wassersportler, wir sind heute auf einem Stausee und möchten euch ein paar neue Produkte vorstellen. Neben mir ist Sascha Weyer, einer unserer Distributoren, der euch gleich etwas dazu erzählen möchte. Danke, René. Ja, wir sind heute hier unterwegs und wollen den Humbird Mega 360 Geber im Einsatz zeigen. Der ist jetzt 2020 neu rausgekommen, ist jetzt schon eine gewisse Zeit auf dem Markt und wir wollen einfach mal zeigen, was der kann, gerade was Strukturen angeht, irgendwelche interessanten Spots unter Wasser. Um das Ganze darzustellen, haben wir einen Solex 12 mit an Bord und zusätzlich noch einen Helix 9, ganz neu, die Generation 4, die 2021 jetzt rauskommt. Und ja, wir wollen einfach mal zeigen, was die Geräte so leisten können in Verbindung mit diesem Geber, wie angenehm das für einen Angler sein kann, seine Spots vor sich viel besser dargestellt zu bekommen, ohne dass man sie erst überfahren muss. Man hat dadurch keine Scheuchwirkung auf die Fische, gerade wenn man im flacheren Wasser angelt. Das ist sehr, sehr effizient und ein Feature, was schon viele Angler wertzuschätzen wissen inzwischen. Ja, ich würde sagen, René, wir starten einfach mal, ne? Genau, auf geht's. Gerade über das alte Flussbett des Gewässers. Man sieht das ganz gut hier. Jetzt verlagert sich das gerade so ein bisschen. Hier ist die Außenkante vom Flussbett. Hier ist das eigentliche Flussbett. Habe ich den Touch getroffen. Und hier die Innenkante. Nach oben sieht man es ein bisschen besser. Dass wir hier einen dunkleren Bereich haben, was quasi hier relativ gerade jetzt das Flussbett zu erkennen ist. Und das ist natürlich gerade für die Angler immer ein Hotspot. Kanten in dieses Flussbett rein beherbergen, immer viel Futterfisch, viel Raubfisch, da ziehen die Karpfen dran her. Das ist auf jeden Fall einer der Hotspots hier. Schauen wir uns das mal im Side-Dimension an. Ja, da sieht man es jetzt gerade nicht so gut, nur so gerade angedeutet. Auf der linken Seite müssen wir am besten die Farbpalette mal einmal wechseln. Strukturen kann man mit der gelben Farbe ein bisschen besser erkennen. Aber hier sieht man es auch, wie es sich hier lang zieht. Ja. Und rechts quasi, das ist ja der tiefe Teil des Gewässers in diesem Moment, und rechts sieht man sogar noch den Pflanzenbewuchs unter uns. Wir befinden uns ja quasi jetzt quasi gerade über der Kante rüber aus dem Flussbett raus. Hier sieht man gerade, wie es ansteigt auch noch ein bisschen. Hier sieht man auch noch den Pflanzenbewuchs unter Wasser im Down-Imaging. Okay. Hier kommt es jetzt ein bisschen ausgeprägter zum Vorschein, auch im Side-Imaging. Das ist eine größere ausgespülte Kante einfach. Das sehen wir im 360 Grad auch. Nur ja, ganz genau. Anders dargestellt, ja. Range 25 Meter, das heißt, wir haben 50 Meter Durchmesser. Genau, man hat ja diese Auswurfringe hier. Die sind ja auch immer beschriftet dann, um sich als Angler zu orientieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fisch oder einen Hotspot sehen würde, dass ich auch weiß, wie weit entfernt ich von ihm bin. Jetzt sind wir genau mittig über dem Flussbett. In einem tieferen Bereich, in Anführungszeichen. Man sieht das im Down-Imaging auch, dass es hier etwas tiefer ist auf dem Helix 9. Wir sind flacher und sind hier tiefer gefahren. Hier sieht man auch, dass das Side-Imaging sich quasi dieses Flussbett sich unter dem Boot erstreckt. Aber im 360-Grad-Geber sieht man es halt viel, viel besser. Ich habe da mittig das Boot, sehe genau, okay, hier ist das Flussbett. Jetzt sind wir gerade inzwischen schon auf der äußersten Kante. Wenn ich jetzt wieder ein bisschen nach rechts steuern würde, kommen wir wieder mehr rein. Wir
So, jetzt sieht man den Schema wieder ein bisschen in der Mitte. Ich habe das Boot vorne mit dem Bug etwas rumgedreht. Wir haben jetzt hier wieder das Flussbett, was sich unter dem Boot erstreckt. Links ist es flacher, rechts ist es flacher. Das ist die Kante, das ist die andere Kante und wir stehen jetzt gerade mittendrin. Und wenn ich so einen Spot gefunden habe und dann zum Beispiel mit dem Spotlock vom Bugmotor anker, kann ich den natürlich wirklich effizient und konzentriert abwerfen auch. Ich weiß, ich bin auf der richtigen Stelle. Also wenn ich jetzt das Bild schneller drehen würde, würde es schon von der Qualität schlechter werden oder wäre das noch okay? Ja, man büßt dann etwas ein, ja. So, jetzt sieht man ganz gut, ich habe jetzt mal reingezoomt, das Bild angehalten. Wir stehen immer noch in dem Flussbett, wie gesagt, das hier ein bisschen dunkler ist. Hier die eine Außenkante, da die andere Außenkante. Und hier haben wir jetzt einiges an Fischen, was unterwegs ist. Mal gucken. Man sieht sehr gut die Sonarschatten von den Fischen. Das sind irgendwelche Brassen- oder Karpfenartigen. Das Bild ist jetzt nicht so scharf, dass wir es genau bestimmen könnten, aber es sind auf jeden Fall hochrückige Fische. Das kann man sehr gut erkennen. Und das werden mit Sicherheit, also ich würde auf Brassen tippen. Aber man sieht schon deutlich, die eigentlichen Fische sind halt im Regelfall nie so deutlich zu sehen. Die Sonarschatten darunter, also diese schwarzen Flecke, die fallen natürlich extrem auf. Und wenn ich hier zum Beispiel dieses etwas gelbere sehe, was der eigentliche Fisch ist, und den Sonarschatten darunter, dann weiß ich auch, dass die Fische auf jeden Fall nicht direkt am Grund lang schwimmen, sondern dass die eine ganze Ecke über dem Grund, also pelagisch im Wasser rumschwimmen. Wenn wir uns jetzt mal einen Teil des 360-Grad-Gebers quasi isoliert, das ist ungefähr ein Viertel, also sprich nicht mehr 360, sondern 90 Grad kann man ja sagen, die wir jetzt hier haben, mit dem alten Flussbett hier auch wieder zu sehen, einfach mal als Ausschnitt, das Bild wird halt hier halt wesentlich schneller aktualisiert. Und der Ausschnitt wird auch größer, den man dann sieht. Ja, genau. Ich habe ja die Darstellung ist viel größer des Bereichs, ne? In dem Moment dann einfach. Und es ist wahlweise, den Winkel kann man sich quasi komplett aussuchen. Ja, das kann man selber bestimmen. Gehen wir hier im Bereich. Ich mache das mal über die Tastatur. Hier mit dem Punkt Sweep-Bereich isolieren. Da gehe ich mal rein. Also, dann habe ich selbst eine Anzeige, die ich selber verändern kann. Ich kann mir die halt selber auswählen. Es sind halt nur 90 Grad möglich. Das heißt, wenn ich hier am Maximum angekommen bin, muss ich hier wieder nachziehen. Wenn ich jetzt einen anderen Bereich markiert haben will, dann kann ich hier auch weitergehen. Klicke ich den Haken an und dann habe ich diesen Bereich dann quasi isoliert, den ich haben möchte. Aber das zeigen wir nachher nochmal, wenn wir uns ein bisschen mehr um Strukturen unter Wasser kümmern, um Felsen etc., da sieht man das ein bisschen besser dann. Wir haben eben gezeigt den einzelnen Bereich, den man sich selber isolieren kann, diese 90 Grad. Jetzt ist es natürlich so, beim Solex 12 habe ich schon eine relativ große Anzeige, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Helix 9 habe mit dem 360 Grad Geber, und da habe die komplette 360-Grad-Anzeige, geht mir natürlich viel an Details verloren. Ich kann das aber auch ein bisschen anders einstellen. Und zwar unter den Einstellungen. Ich nehme jetzt hier wieder die Tastatur. Gehen wir jetzt ziemlich weit nach unten. Und gehen auf Anzeigemodus. So, hier habe ich die Option, Vorderseite, links, rechts, Rückseite einzustellen. Da ich meistens vorne im Boot stehe, um zu angeln, also auf dem Casting-Deck, gehe ich natürlich auf die Vorderseite. So, und jetzt habe ich den ganzen Bereich quasi, der seitlich vom Boot ist und der nach vorne vom Boot ist, wesentlich größer dargestellt. Das ist mein persönlicher Favorit auch, was die Angelei angeht. Weil das, was hinter mir passiert, klar, wenn ich jetzt anker an dem Platz, dann kann man das sich auch anzeigen lassen, aber im Regelfall bewege ich mich immer, ich fahre langsam mit dem Bugmotor nach vorne und fische einen größeren Bereich ab. Und da interessiert mich meistens halt nur, was links, rechts und vor mir natürlich ist, ne? Und das nutze ich mit dieser Anzeige dann maximal aus, auf jeden Fall. So, wir wollen jetzt ein paar mehr Details haben. Deswegen stellen wir die Geschwindigkeit mal etwas runter.
Wir haben hier unten die Sweep-Geschwindigkeit. Haben wir jetzt auf 4. Die lässt sich von 1 bis 6 regeln. Wir gehen dann mal auf die 2. Man sieht das hier ganz gut, ein etwas schärferes Bild auf jeden Fall sofort. Oh ja, auf jeden Fall.